Ja, damit hi Leute, ich bin der Bruga. Wir spielen heute wieder kurze Horrorspiele. Und es geht los mit Doppelgänger von Bevis. Keine Ahnung. So. Mal sehen, was ich heute wieder aus der schlechten oder kurzen Horrorspiel-Grabbelkiste von Itch.io gefischt habe. Gibt ja immer ganz, ganz vieles. Lauf nach Hause. Seht ihr das? Ja, ist ja auch scheißegal. Wer muss doch die Tasks wissen? Hauptsache ich weiß, was ich machen muss. Also links geht schon mal nicht. Was ist das? Es läuft so gut, dieses Spiel. Du brauchst einen High-End-Richter. Okay. Keine Leuchten, also nur Licht vorne. Aber hinten kein Licht. Das ist gefährlich. Musst du wissen. Warte, ich muss etwas Essen kaufen. Ich habe nicht viel im Kühlschrank. Ja, ist doch gut. Kaufe etwas Essen. Ist das Maxwell? Warum kommst du so spät? Oder bist du das Maxwell? Warum kommst du so spät? Ja, wie gewöhnlich. Okay. Jetzt schon wieder ein Auto. So, gibt es hier keine Einkaufskörbe oder so? War's das? Nee, da fehlt wohl noch was. Da. Einfach so eine Schale mit Eiern. Oder sind das Eier? War's das? Nee. Hier noch. Ah, ich denke, das ist genug. Jetzt muss ich zahlen. Erinnerst du dich daran, dass du es mir bringst? Was? Bringen? Was? Was? Du hast es gestern versprochen. Naja, ich vergesse manchmal Sachen dieser Tage. Ich habe sogar vergessen, den Schlüssel für die Toilette herzubringen. Was auch immer. Ich habe dich nach Gordons Gin gefragt und... Du hast gesagt, du gibst den mir kostenlos. Oh, ich erinnere mich, ein Gordons Gin. Ja, es tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Kein Problem. Was? Insgesamt 17,30. Nie im Leben, das kostet... Also wenn ich sowas hier einkaufen würde, wäre es 50 Euro. Hier, bitte. Hier ist das Wechselgeld. Danke, Michael. Oder Michael. Übrigens, da kommt ein seltsamer Geruch aus der Toilette. Hast du mal nachgesehen? Seltsamer Geruch? Vielleicht ist die Toilette übergelaufen. Ich habe den Schlüssel nicht dabei, also kann ich nichts machen. Aber mach dir nicht so viel Sorgen darum. Am nächsten Tag ist der Geruch weg. Alles klar, viel Glück mit dem Geruch. Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Was für geile Gespräche. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hä? Wo muss ich denn nach Hause laufen? Hier? Komisch. Ah ja. Einfach so mitten im Nirgendwo so ein Minimarkt. Das einzige Haus ist natürlich meins. Denke ich. Stell das Essen in den Kühlschrank. Sehr gut. Bring den Müll raus. Hier? Jo. Wohin denn? Muss ich wieder hier vorlaufen? Was ein Stress. Jedes Mal muss ich da hinlatschen, oder wie, wenn ich Müll habe? Mitten durch den Wald. Nicht sehr schön.
So. Das ist nicht der Mülleimer. Was? Reheat Pizza. Ja, geil. Alte Pizza aufwärmen. Irgendwie passiert nicht so viel, ne? Ich hab ja nie behauptet, dass die Spiele was taugen. Warum ist mal die Tür auf? Habe ich sie nicht zugemacht? Was ist denn draußen los? Sag mal. Sieht auf jeden Fall noch essbar aus. So. Ist das denn? Ist das Berserk? Nee. Ich fühle mich nicht so ganz wohl gerade, weil die Tür auf war. Aber wo sollte sich auch jemand verstecken hier, ne? Ist jemand mal fertig jetzt? Mir wird das ja schon viel zu heiß, der Pizza. So lange in der Mikro lassen. Ah. Schau Fernsehen, während du die Pizza isst. Okay. Ja. Okay. Nom. Was läuft denn da? Oh, ich hab Hunger jetzt, wenn ich das sehe, dass er Pizza isst. Ist das Seinfeld? Sieht so aus. Escape. Ja, nimm deine Sachen und... Ja, nimm eine Dusche. Oder hol die Sachen und nimm eine Dusche. Da war doch eben jemand. Geh ins Bett. Careful. That is not me. Oh nein, trauriges Smiley. Stop him, that is not me. Okay, ich leg mich mal ins Bett. Ist okay. Passt schon. Nichts, was mich beunruhigen müsste. Dass jemand mir solche Sachen in die Wohnung schreibt, während ich duschen bin. Ist das ein Schrei? Ich weiß ja nicht. Vielleicht war es ja auch ein Fuchs. Okay. Es kommt vom Shop. Ich muss mal hingehen und nachsehen. Bist du nicht schon im Schlafanzug? Vielleicht schläft er auch nackt. Dann wäre es ein Problem jetzt. Atmet jemand. Nun. Vielleicht hat ja irgendwas in der Toilette gelebt und ist jetzt rausgekommen und hat angegriffen. Weiß ja nicht. Ist alles dunkel. Hallo. War der das? Der Maxwell, der da so geschrien hat? Holy shit! Holy moly, was zur Hölle geht hier vor sich? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Gott, bitte sag mir, dass es nur ein Traum ist. Der Horror, die Brutalität und alles. Ich verstehe das nicht. Diese Körper, die armen Seelen, warum sie? Was ist mit ihnen passiert? Ich will einfach nur weg hier. Hinter dir. Er war das. Warum Doppelgänger? Danke fürs Spielen. Das Spiel wurde in 17 Tagen gemacht. Evil Crow heißt das nächste.
Was wird hier wohl passieren? Ich kann nicht weiter mit diesem Auto fahren. Vielleicht finde ich irgendwo jemand, der mir hilft, die Straße runter. Okay. Das ist ein Clowns-Auto. Bin fast doppelt so groß wie das Teil. Das fährst du, glaube ich, im Liegen. Was war denn hier? Was? No exit. Okay. Konnte sich nicht entscheiden, was es ist. Sehr gut. Oh, ist zugenagelt. Ich brauche ein Tool, um ja, diese Holzbretter zu entfernen. Ich werde mal um die Scheune rumgehen, vielleicht finde ich da was. Vielleicht finde ich auch einfach nur ein paar Blutflecken. Scheiße. Okay. Könnte ja auch ein Mordwerkzeug sein, aber ist egal. Was für da für Bilder hier? Vogelscheuche. Die olle Heuschrecke. Alter, das sieht schon fies aus. Was, der Traktor kann von der Falltür entfernt werden. Aber ich brauche dafür Benzin. Warum? Ein Schlüssel. Hä? Wo war denn hier eine verschlossene Tür? Und wo finde ich Benzin, bitte? Ach so, hier ist... Ja, vielleicht geht die Tür jetzt auf. Okay. Boah. Was für ein Geräusch. Ist noch eine Scheune? Alter, ist das ein Pentagramm? Die Vogelscheuche steht da in einem antiken Pentagramm. Ein stiller Wächter und Gefangener, gebunden durch ein finsteres Ritual. Ja, sehr tiefgründig. Komm hier bloß nicht hinterher. Okay. Wette mit euch, die kommt mir jetzt hinterher, ne? Oder sie ist schon weg, ne? Was zur Hölle? Oh, da ist er weg. Habe ich doch gesagt. Das ist schon geil gerade, ne? Wo ist er denn? Okay. Wie bist du denn darauf gekommen? Das hört sich an wie ein Motorrad, nicht wie ein Traktor. Was ist das für eine riesige Luke, bitte? Alter, was? Was ist das denn jetzt? Das ist eine Taschenlampe. Jetzt sagt der Torch. Kann sich nicht entscheiden. Ich kann auch nicht springen, also wird's gefährlich. Deswegen brauche ich hier die Taschenlampe. Ruhe der Todes-Spikes. Kacke. Na, ist klar. Und was mache ich jetzt? Was? Ach so. Das ist gerade eine Sequenz. Die ist so langsam, die kriegt mich doch gar nicht. Ach, pff. Lass dir Zeit. Alter.
jetzt schon Gold, das Spiel. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah! Du Arsch! Oh, okay, jetzt ist sie doch schneller. Ui! Bis mir der hinterherhinkt. Ich sehe einen Bus in der Entfernung. Ich habe Glück. Jetzt kann ich endlich hier abhauen. Wette da. Oh, da ist sogar ein Fahrer drin. Hallo. Hallo, wir fahren bald los. Bitte setzen Sie sich hin. Okay. Die ganz coolen Kids gehen natürlich auf die Rückbank. Bin ich da alleine. Irgendjemand sonst kommt noch. Also jemand anderes kommt in den Bus. Ja! Das nächste Spiel, Everything Was a Nightmare von Gogword. Gott, schauen wir mal. Auf jeden Fall Kopfhörer aufziehen, das Spiel im Dunkeln spielen. Es hat extrem laute Sounds. Sehr gut, es gibt keine Save-File. Wenn du stirbst oder aufhörst, dann musst du von vorne anfangen. Du kannst das Spiel nicht stoppen. Du kannst quitten, wenn du Escape drückst. Alles gut. Ich tippe mal, ich werde sterben, bevor ich es zu Ende spiele, aber... In dem Fall, guck das einfach mal selbst. Follow the blood. So eine Schriftart, weißt du? Oh, es ist eins dieser Spiele wieder. Oh, ich soll... So. Ich hab's leiser gemacht. Ich will nicht, dass ich taub werde von sowas. Ketten. Da geht's nicht weiter. Als ob du nicht durch die Ketten könntest. Sam? Hallo? Follow the blood. Ist kein Blut. Genau, nicht drüber, was? Ach, finde etwas, das das Holz zerstören kann. Diggeling, das war die Katz. Sam. Eine Axt. Follow the blood. Ah! Ja, und sonst? Alles gut. Bam. Eins von vier. Oh. Let's play game. Ja. Ist jetzt schon ausgelutscht. Ach, Alter, komm schon. Was ist das hier? Ist das wieder dieses Psychological Horror? Was war das? Ist irgendwas weggeflitzt? Oh, nee. Komm, bitte nicht. Spidey. Was? S7. Merkt euch das, bitte. S7. Soll das hier so eine Art SCP-Klon sein, dass man die ganze Zeit... Was? M2? Dass man die ganze Zeit von den Sounds so ein bisschen fertig gemacht wird.
Hi. A4. S7, M2, A4. Ist ich bitte wieder da? Die rennt jetzt bestimmt auf mich zu, ne? Letters and Numbers. Ja. Sehr gut. Ich würde ja gerne sagen, es hat gute Ideen, aber irgendwie... Sam. Ich weiß, was passiert wäre. Da hätte ich nämlich von vorne starten dürfen und das wollte ich nicht. Was hier? Uhrzeit? 7? 2, 4? Na? Toll, und jetzt? Gut, dass ich es mir gemerkt habe. Everything was a nightmare. Nun. Das nächste Spiel ist Incoherence. Von Abish Box Games. Sie ist tot. Sie ist verdammt nochmal tot. Sie ist wahrscheinlich schon eine Weile lang tot, wenn wir mal ehrlich sind. Aha. Oh la la, Lingerie. Aha, ich muss mich anziehen. Die Maus ist ganz schön langsam. Das ist besser. Ein Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel jetzt nicht. Ist das ein Hotelzimmer? Jetzt warte ich auf den Anruf. Ja, lieber nicht jetzt. Dieses Gemälde beruhigt mich. Geschlossen. Jetzt ist die Maus auf einmal ganz schnell wieder. Was ist das denn? Beschriebene Medikamente. Ich rauche lieber. Hä? Was? Pot? Weed oder was? Ach, der Anruf. Ja, Dr. Calkins, ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg wohin? Erstmal raus wahrscheinlich. So fette Klima hier. Die sind teuer, die Dinger, glaube ich. Dr. Calkins ist jetzt immer 16. 13, 3. Creepy. Die sehen aus wie fleischfressende Pflanzen von ein bisschen weiter. 14, aha. Bin schon mal richtig. Boah, ist der creepy. Der ist größer als... Guck mal, wie riesig der ist. Wenn er sich nicht gegen die Wand lehnen würde, ist er auf jeden Fall Kopf größer als diese Türen. Alter. Ah ja, danke, dass Sie mich im Hotel besuchen. Ich verstehe... Dass es wahrscheinlich nicht üblich für sie ist, aber ich muss wirklich reden. Ich bin froh, dass sie sich entschieden haben, mich wiederzusehen. Ja, wenn ich ihre Position und ihre tragischen Umstände in Betracht ziehe, bin ich natürlich mehr als gewillt, ihnen zu helfen. Können Sie mir sagen, noch einmal, warum Sie sich entschieden haben, aus Ihrem Apartment zu ziehen und in ein teures Hotel wie dieses?
Nachdem, was mit meiner Schwester passiert ist, konnte ich dort nicht mehr bleiben. Jede Nacht habe ich denselben Albtraum von ihr. Und es ist, als würde sie mich quälen. Ich hatte Glück und hatte etwas Geld von meinem Arbeitgeber bekommen. Zumindest für jetzt. Also muss ich mir keine Sorgen machen, die Miete zu zahlen. Und ich kann die Hotelpizza enjoyen. Imagine. Dr. Kuggins, Kate, das ist nicht gesund. Sie müssen sich jetzt sofort dieser Sache stellen. Sie können nicht für immer in diesem Hotel leben. Sie haben über die Albträume gesprochen. Können Sie sie mir beschreiben? Ja, manchmal sind sie sehr real und für gewöhnlich wache ich auf und die Albträume hören dann nicht auf. Ich habe dieses tiefe Gefühl, dass eine Stimme mir etwas sagt, dass ich etwas tun soll. Was sagt die Stimme Ihnen denn genau, Kate? Es ist jetzt sehr wichtig, dass Sie es laut aussprechen, um sich selbst zu überzeugen, dass es nicht real ist. Diese Stimme sagt mir, ich soll jemanden umbringen. Jemanden umbringen? Wen? Hat die Stimme eine spezifische Person erwähnt, einen Namen? Ist es irgendwie mit dem Selbstmord zu ihrer Schwester verbunden? Kate, Sie müssen sich darauf konzentrieren. Ich weiß nicht, sie sagt mir einfach, ich soll töten. Ich sehe meine Schwester und sie ist nicht real. Oder sie ist sehr real, aber irgendwas ist mit ihr, irgendwas Finsteres in ihrer Stimme. Kate, sagt ihre Schwester das ihnen, dass sie töten sollen? Sehen Sie sie? Sehen Sie Ihre Schwester genau jetzt in diesem Raum? Alter. Alter. Ich habe sie leider verdeckt, aber ich hoffe, ihr habt sie noch gesehen. Kate! 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 Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mein Kopf tut weh. Die Medikation hilft mir nicht wirklich. Und ich weiß nicht, was... Ich weiß verdammt nochmal nicht, wie ich sie aus meinem Kopf bekommen soll. Kate, Sie müssen jetzt die ganze Zeit... in Alarmbereitschaft sein. Ich werde Ihnen etwas verschreiben für Ihre Kopfschmerzen. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen, okay? Wenn es einen Notfall gibt, bitte rufen Sie mich an. Alles klar, alles klar. Ich versuche die Meditationstechnik, von der Sie mir erzählt haben. Danke nochmal für das Gespräch. Es bedeutet mir mehr, als Sie sich vorstellen können. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch. Uah. Oh, ich sollte in mein Zimmer gehen. Geht's nicht weiter? Oh. Gruselige Person. Ja, die 3, ne? Hä? Da steht sie. Aber nur wenn ich sie nicht direkt ansehe, sehe ich sie heller. Okay, in dem Vorschaubild sehe ich sie noch heller. Alter. Und sie ist nackig. Oh. Was? Ist das auf dem Tisch? Liebe Miss Anderson, wir hoffen, Ihnen geht es gut. Okay. Bla 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 bla. Wir hoffen, Ihnen gefällt der Auftritt. Wir haben verschiedene Beschwerden gehört von anderen Gästen über laute Klopfgeräusche und ein unangenehmer Geruch, der aus Ihrem Zimmer kommt. Um natürlich allen Gästen den Komfort zu bla 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 bla. Wenn irgendwas gibt, bei dem wir Ihnen helfen können, dann bitte zögern Sie nicht, es uns zu melden an der Rezeption. Wir freuen uns darauf, Sie weiter im Hotel begrüßen zu dürfen. Velvet Vista Hotel Manager. Ja, was auch immer, ich sollte die Kleidung jetzt in den Schrank. Hallo? Achso, die da. Ah, ich bin irgendwie müde, ich sollte mich hinlegen. Ich wette, das ist sie, die Leiche. Wer klopft denn da? Können Sie mich nicht in Ruhe lassen? Wer klopft da? Entschuldigung, hallo? Was zur Hölle? Ich schließe die Tür lieber. Oh. Verdammt, die... Oh Gott, nein. Die Lichter, ich sollte das Telefon mal nutzen. Verschlossen. Jetzt gelandet. Warum zur Hölle bin ich überhaupt hergekommen? Dieses Hospital ist total eklig. Ich wünschte, meine Schwester wäre hier. Aber wie gewöhnlich hat sie wahrscheinlich zu viele Probleme, mit denen sie sich herumschlagen muss. So wie ich. Ich bin eine Drogensüchtige, die versucht, aus all dem hier zu entkommen. Habe ich was verpasst? Sind wir jetzt die Drogensüchtige oder war das unsere Schwester?
Ja, aber das ist die Schwester jetzt gerade, oder? Die Drogensüchtige, deswegen hat sie sich vielleicht auch umgebracht. Kann ja an der Tür nichts machen. Ach, da ist so ein Zettel. Jeder Tag ist derselbe Loop. Also das ist dieselbe Schleife. Ich komme in dieses Hospital, nehme meine Medikamente, versuche ein besseres Selbst zu sein. Ja, was ist denn der... Was ist der Sinn? Meine Schwester interessiert sich nicht für mich. Ich könnte morgen sterben und sie wird sich nicht mal an mich erinnern. Drama hier. Also deswegen, wie gesagt, hat sie sich wahrscheinlich umgebracht, weil sie dachte, sie ist eine Last oder so. Ich weiß es nicht. Hier ist wieder ein Zettel irgendwo. Aber wo? Ach, da auf dem Boden. Meine medizinische Geschichte ist ziemlich kurz. Nichts von Wert, gebrochene Dinge, aber vielleicht ist meine Schwester daran interessiert. Vielleicht kann sie das Telefon abheben, zumindest wenn sie neugierig ist. Alles, was ich tun kann, ist auf das Beste hoffen. Bullshit-Satz. Ja, und jetzt? Ah ja, Details hier. Diese Patientin zeigt Alkohol- und Cannabis-Missbrauch. Ich will rehabilitiert werden. Ich habe benutzt oder ich habe es genutzt. Okay. Single Frau mit bipolarer Störung, Alkohol- und Cannabis-Missbrauch. Symptome von Depressionen inklusive CAH. Und Stimmen, die ihr sagen, dass sie sich selbst wehtun soll. Sie will ihr Leben ändern. Ja, gut. Physical action required. Naja, also gut, weil sie Marihuana raucht, ist sie nicht drogenabhängig. Ich weiß ja nicht. Oh. Das halte ich doch für relativ harmlos. Okay. Oh Scheiße, die Batterie ist leer. Was jetzt? Sind wir jetzt auch in diesem Loop gefangen? Fühlst du es jetzt? Fühlst du dich schuldig? Du selbstsüchtige Bitch. Du hast mich verlassen, als ich dich gebraucht habe. Du hast es mir versprochen. Du sagtest, du würdest immer zu mir zurückkommen. Geh zurück und beende es. Ist ja dunkel, hä? Aha. Holy.
glänzt, als wäre es Epoxidharz oder sowas. Das Blut. Ach du Scheiße. Das ist der Albtraum, wie sie sich umgebracht hat wahrscheinlich, oder? Was? Kommen wir zum letzten Spiel. Old Times. Von Gabriel Ndlich 2023. Okay. We're almost done. Now you just need to sign this document. I finished. Is the house mine now? Yes, now it is all yours. Ja, nachdem das Haus mein Eigentum war, bin ich hier für einige, also habe ich mich entschieden, einige Tage hier zu bleiben. Und die Zeit werde ich nutzen, um das Haus einzuräumen und mich an meine Kindheit zu erinnern, als ich hier gelebt hatte mit meinen verstorbenen Eltern. Ich verstehe. It's finally morning. It's time to go. I'll just get ready and then lock the house. Aha. Endlich morgen, Zeit zu gehen. Ich gehe da mal los und verschließe das Haus. It's a little cold in here. I better get things in the car quickly. Alles klar, also ich spiele nur mit WASD, nicht mit der Maus. Ja, es ist kalt, ich roll lieber alles schnell ins Auto. This whole story reminds me of my childhood, when they were still alive. Die ganze Geschichte erinnert mich an meine Kindheit, als sie noch am Leben waren. Ja. All finished. Now I can go. Alles fertig, jetzt kann ich los. Ich habe schon gemerkt, seit die Unity nicht mehr so ganz cool ist mit kleinen Entwicklern, ist es wohl so, dass die jetzt alle auf dieser neuen Engine programmieren. Auf meinem Weg nach Hause ist mir langsam das Benzin ausgegangen. Okay, dieses alte Auto verbraucht viel Benzin, ich muss hier anhalten. Aha, ich muss rein und die Pumpe 3 freischalten lassen. Bist du denn? Hey, you. Are you going to Peaceful Pines? Yes. How do you know? This route is normally used for that. But have you heard about the killer that is lurking out there? No, I haven't heard about him. It's been a long time since I've been there. Natürlich. So listen to me well. At night, don't leave any windows or doors open. That's when it attacks. Okay. Okay, er sagte, bist du auf dem Weg nach Peaceful Pines? Der alte Mann ist betrunken. Ja, sagte ich ja. Dann meinte er so, pass auf, da ist ein Killer unterwegs. Verschließ nachts alle Türen und Fenster. Weil so kommt er in die Häuser. Wie auch sonst. Ne? Der fliegt dann nicht durch den Schornstein. Echt jetzt? Resident Evil Ladesequenz der Tür. Oh. Can you put 20 bucks in Pump 3? Of course. And wait a minute, are you going to Peaceful Pines? Yes, I am. I heard there have been a lot of murders there recently. Be careful. Gut, dass die jetzt schon die zweite ist, die mir das sagt. Now you can fuel your car. Thank you, sir. Thank you too. Ja, sie sagte auch, falls sie nach Peaceful Pines achten, da gab es viele Morde in letzter Zeit. Cool. Diese Ladesequenz, die brauchst du wahrscheinlich nicht mal für das Spiel, aber ist halt einfach... This seems to be just an urban legend. I won't be afraid of it. Ja, ist nur eine Urban Legend, kein Problem. Morde sind immer Urban Legend, sowas gibt's gar nicht, Leute. Nee. Eine Stunde später. Brauchst du so lange zum Tanken? Okay. I'm finally back. I miss here a lot. I miss here a lot. Okay, I'll stop the car here. Let me see the situation of the house. Steht da? Ist mein? Also das sind wohl alles auch jetzt einfach so computergenerierte Stimmen. Dafür finde ich es gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal sagen an der Stelle. The grass is really tall here. Ja, das Gras ist sehr hoch hier. Oha. Die Bruchbude hast du gekauft? It's locked. Now that I remember, the key must be in a flower pot.
nothing here. Ah ja, also der Schlüssel ist irgendwo im Blumentopf. Hoppip. Ja, schön. The house is better than I imagined. And it looks like there's no power. I need to go outside and turn on the generator. Das Haus ist besser, als ich es in Erinnerung hatte. Naja, muss raus in den Generator anstellen. Hat schon eine sehr unheimliche Atmosphäre, finde ich, ja. Oh, da hinten geht's nicht weiter. Das ist doch schon eine recht große Hütte, ha? Ich sehe da keinen Generator. Hä? Da ist kein Generator. Außerhalb vom Haus, also... Da ist nichts. Kein Generator. Oh, es ist ein bisschen verwirrend, so von der Perspektive. Ach, da ist er! Wow. I think it's out of fuel. The only way to get fuel is to get it from my car. My car. For this, I will need a hose and a gallon. Okay, also ich brauche einen Schlauch und ich brauche einen Kanister und dann kann ich Benzin aus dem Auto ziehen, aber also das ist eine gute Idee. Am Ende kommen wir morgens nicht mehr weg. Der ist jetzt ernsthaft, der ist doch morgens losgefahren, ja? Ist jetzt so lange gefahren zu diesem Haus? Finde ich schon sehr krass. Ah, was? Old Pot. Meinst du, das reicht? It's not a gallon, but it works. Von Mama. Lieber Sohn, was? Was? Also Mutter musste Vater ins Hospital bringen. Er hat sich schlecht gefühlt und sagte, dass er den Sinn des Lebens verloren hat. Ach so, ja. Ich habe es nicht sehr gut verstanden. Es scheint, dass wenn man hier sehr lange ohne Kontakt zur Außenwelt ist, es sehr schlecht sein kann für jemanden. Wir sehen dich später. Offensichtlich nicht. Die beiden sind ja wohl tot. Ah, ich habe abgeschnittenen Schlauch gefunden. Na gut. Den hat er jetzt vorher nicht sehen können, oder was? Na gut, gehen wir mal zum Auto zurück. Ich weiß schon, wie das Spiel auf seine Zeit kommt, gerade. So, hier. Mh, köstlich. Alter, du musst doch nicht gleich das ganze Benzin abpumpen. Okay, looks like it worked. Now I can take my bags home. Okay. Ich meine, den Rucksack könntest du dann auf dem Rücken aufziehen, aber ist ja egal. Tragen funktioniert auch. Also ich hätte ja ein bisschen Schiss vor dem Killer. Achtung, am Ende bis bei den... Oh. Tired for today. Now I'm just going to prepare the bed and sleep. Am Ende bis wir... Oh, Tag 2? Okay. Also hat das schon mal überstanden, die It's Nacht. Great to sleep here and then wake up with the birds. Unfortunately, it won't last that long. After all, I'm going to have to clean this entire house. But where will I find a broom? Ja, er sagte, es ist schön, mit den Vögeln aufzuwachen, aber das ist wohl nicht lange so, denn er muss erstmal Besen finden. Ich wollte gerade sagen, am Ende muss ich dann wieder ins Auto und das Benzin zurückschöpfen, dass ich... Okay, hier ist kein Besen. Dass ich da wieder abhauen kann oder so. Also das Erste, was ich machen würde, wäre nochmal zur Tankstelle fahren, ganz ehrlich. So, bei Licht sieht man... Ah, doch, da war doch der Besen. Man sieht wenigstens ein bisschen was hier, bei Licht. This seems to work. Now I can start cleaning the house. The house. So, machen wir das mal. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun, ne? Oh, du machst aber schön hier.
mach gleich doch das Bild gerade, wunderbar. Immerhin macht das ja gleich richtig, ne? So, super. Diese Ladesequenz. So. Sehr schön. Frag mich ja, wann der Horror kommt. Wann kommt denn der Killer? Der eigentlich nachts um die Häuser schleicht. Ach, die Toilette, ey. Oh, die ist jetzt auch wieder sauber. Was auch immer da drin gesteckt hat. So. Ach, das Elternschlafzimmer. Alter, das Bild. Sind da die Augen schwarz? Ja, sehe ich jetzt erst. Geil. So. Fertig. Wahrscheinlich ist der Tag jetzt auch schon wieder vorbei, hä? Huh? Ach, das ist ja noch Müll. I finished. Now I need to take all this rubbish to the nearest dumpster. Du hast hier einen Rubbish-Dumpster? Außerdem, Rubbish ist doch Englisch. Trash ist doch... Ist egal. Also ich meine, British-Englisch. Ist das hier irgendwo der Dumpster? Nee. Ist hier irgendwo... Hier gibt's keinen Dumpster. Ach da, wow, okay. Da steht jemand. Da stand eben jemand im Nebel. Ich hab's genau gesehen. Holy shit, es wird voll neblig gerade. Creepy! Creepy, creepy. Und ich habe immer noch Müll, ne? Ja, super. Wird es schon dunkel langsam? Okay, jetzt wird es schon ein bisschen unheimlich. Ah! Hey, calm down. Why come on like this? I'm sorry. I noticed movement in this area. So I decided to check it out. I wanted to ask you. Are you new here? Not really. I've lived here for a few years. I understand. But without wanting to be curious. Did you come here alone? Yes. Here it is very dangerous recently. Ach. I heard about the killer. Exactly. He's killing random people out there. Normally defenseless people. Uh-huh. It was just that. Stay alert. Stay alert. Oh, diese Computerstimmen, ne? Also, er sagte gerade, er hat hier gesehen, okay, dass Bewegung war. Really weird. Und er wollte einfach mal gucken und er sagte, ja, pass auf, der Killer, der tötet Leute, die sich nicht verteidigen können selber. Das ist schon die dritte Person, die uns von diesem ominösen Killer erzählt. Und er ist immer noch nicht beunruhigt. Just saying. Jeder andere Mensch wäre schon längst gefahren und hätte gesagt, hey, das wird zu unheimlich. Aber wir sind so krass offensichtlich, dass wir erstmal das Haus sauber machen. Und dann mal gucken, was passiert. I almost forgot. I have to remove these graffitis from this wall. Ach, musste? I think a bucket of water and a broom will be enough. Ich muss, ja, er sagte, ich muss die Graffitis entfernen. Bisschen Wasser und Besen sollten genug sein. Nein. Nein. Sprühfarbe kannst du nicht einfach so entfernen. Die ist nicht wasserlöslich, Kumpel. Aber ist ja auch egal. Mach das mal. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Zum Beispiel Angst, um mein Leben zu haben oder so. Selbsterhaltungstrieb gibt's nicht. Ich habe einen Putzfimmel. Der muss befriedigt werden, der Rest ist mir egal. Was? Was ist das hier bevor? Looks like that police officer dropped it. Ach, das war ein Police Officer eben. War das schon vorher hier? Sieht aus, als hätte ein Polizist das fallen lassen. Soll ich euch was sagen? Ich wette, der ist der Killer. Der Polizist ist der Killer. Prove me wrong. Das ist der. Oder er tut nur so, er ist die Tarnung. Die Uniform.
Okay, vermisst George, 21 Jahre alt. Was weiß ich, 1,70 für irgendwelche Informationen rufen sie an. Ja, ist verblichen. Diese Person muss ein Opfer des Killers gewesen sein. Ich weiß nicht, wo dieser verkarkte Eimer sein soll. Ich habe jetzt schon alles abgesucht hier. Ich finde diesen Eimer nicht. Ach, den Eimer. Wow, okay, den Eimer. Den ich schon benutzt habe, um das Benzin abzuzapfen. Oh Mann, ey. Und ich hätte jetzt hier schon 5 Minuten rum und suche diesen dummen Eimer. So, wir haben Wasser. Und jetzt will ich mal sehen, wie du das Graffiti damit abschrubbst, mein Lieber. Kannst du aber lange machen. Okay, now I better take a break to eat. I brought some snacks in my bag. Wer ist der? Duke Carter? Ja gut, da gehen wir jetzt was snacken. Ist der ganze Tag ist ja schon wieder rum. Vor dem bisschen Geputze. Anscheinend. Snacks. Soll ich die jetzt hier essen? Nee. Am Küchentisch. Wer da sitzt mit seiner Tüte Milch. Der Milkboy. Später am selben Tag. I'm very bored. Does this TV work? Tja. It seems not. So all I can do is sleep now. Okay. Okay, aber schlafen ist ja super spannend. Ich meine, du wolltest ja ein paar Tage herkommen, oder? Und hast du nicht mal ein Buch mitgenommen oder so? Oh, warte mal. Oder Toilettenartikel? Zähne putzen ist wahrscheinlich auch nicht drin. Duschen. Wo war jetzt nochmal? War hier das? Mein Schlafzimmer? Ja, genau. Tag 3. Geht schon länger, als ich dachte. Länger, als ich geplant hatte. Ich dachte, das ist ein sehr kurzes Spiel. Who is the idiot knocking on the door these hours? Ja, scheiße, welcher Idiot klopft um die Zeit an die Tür. I'll have to get out of bed to check. Wer könnte das wohl sein? Mute mal kein Killer oder so. Das war's. Bestimmt. Okay, let's stop playing. That really hurt me. Where are the cameras? And what place is this? Ist das dein Ernst? Komm, hör auf mit dem Spiel. Das hat mir wirklich wehgetan. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Guys, it looks like you made a new friend tonight. It is not. Ja, sieht so aus, Jungs, als hättet ihr einen neuen Freund gefunden. Oh Mann, ey, das... Ja, Leute, das war's. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es hat sich einfach geschlossen. Ich lese jetzt noch kurz die Leute vor, die mich supporten jeden Monat als Kanalmitglieder und das war's. Ich hätte jetzt gewünscht, das wäre ein bisschen cooler gewesen, das Ende, aber ich such's mir nicht aus. Dankeschön und auf Wiedersehen. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, BaxKing 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burgerbun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S. Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpup, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder ist ein Katzen-OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.